da. Grüß dich. Ja, ich bin der Ball. Ja, und? Ja. Ich bin ja nur mal gut. Bla bla bla. Ja, bla, bla, bla. Ja, ja, ist da. Nun, die Stadt ist offensichtlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet worden, zwar von den Ziegenhainer Grafen. In dieser Zeit tobt ein erbitterter Machtkampf in Hessen zwischen den Ziegenhainer hessischen Landgrafen und den Kurmainzer Bischöfen. Und in dieser Zeit sieht es zunächst so aus, dass die Mainzer gewinnen. Die Mainzer haben also große Territorien in Hessen, viel mehr als die Landgrafen. Das sollte sich dann später ändern, da spreche ich nicht. Hier ist so ein alter Plan, kann man also sehr schön sehen. Alles, was hier innen rot gezeichnet ist, das ist die Keimzelle der Stadt, das heißt also Bogenstraße, Ritterstraße. Dieser kleine Bereich war der erste Teil der Stadt. Und in diesem ersten Teil der Stadt sind dann die umliegenden Dörfer aufgegangen. Also Forst, Frauenroth, Weidelbach, Ringelhain. Ist dann Mainzig geworden und Mainzig sind wir geblieben bis 1803. Nur die Mainzer haben uns immer verliehen, wenn sie Geld gebraucht haben. Und Geld haben sie eigentlich immer gebraucht. Das heißt, wir Neustädter waren mal hessisch, wir waren mal preußisch, wir waren mal bernbergisch. Und hatten aber gleich fast von Anfang an im 14. Jahrhundert gleich schon unser Siegel in Form des heutigen Stadtwappens. Die Gudrun fragt nach den kirchlichen Verhältnissen bei der Reformation. Natürlich ist die große Stadt zwar Kirche protestantisch, aber der Rest Katholiken, wie bei Asterix und Obelix, ein kleiner Teil ist übrig geblieben, hat weit vor der Stadt, vor dem Tor, ein kleines Kirchlein gebaut, die Lorenzkirche. Das war also die Kirche der Westkatholik. Und er hat sich das Ganze gedeutet. Aber du sollst noch helfen. Friedhofskapelle. Ja, da müsste man bleiben, wer Fragen hat, der ist gerne bereit. Und darf noch 2, 3, 4, 5, 6, 7.